Damit hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir spielen es schon einen Tag vor Release. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Neues Spiel. Ich hätte auf normal gestellt. Schauen wir mal. Ja, zu meiner Person. Ich bin Kresnik. Ihr seid hier auf meinem Kanal Kresnik Let's Plays. Wir let's playen jetzt erstmal Fallout 4. Ich bin sehr gespannt, freue mich total drauf. Ja, und mal gucken, wie das Spiel gemacht ist. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay. Ja, jetzt bin ich gerade etwas überfordert. Ja, gucken wir uns doch mal das Gesicht an. Ah, alles klar, so funktioniert das. Wir können sogar das Geschlecht wechseln. Jetzt bin ich dran, Großer. Total geil. Man kann als Frau spielen, was ich ja sowieso am liebsten tue. Da man ja nicht andauernd auf den Männerarsch gucken will, wenn man hinterher rennt. Da gibt es einige Auswahl, muss ich sagen. Jetzt fangen wir von vorne an. Ist klar. Was haben wir denn jetzt hier? Form? Ach, du kriegst die Tür nicht so. Okay. Sehr gut gemacht. Ist jetzt die Nase der Umfang annehmen. Okay. So eine süße Nase. Kann man das. Aha, okay, okay. Sehr nett, sehr nett. Machen wir das mal ein bisschen so. Hm. Ja, gefällt mir. Wie können wir denn jetzt. Style. Mal kurz gucken hier. Ah.
Ja, jetzt können wir die nochmal alle durch. Wirst jeden aber eben nicht. Harte Nacht. Hier sind sogar noch ein paar mehr drin, ey. Das ist ja richtig geil gemacht. Ich würde dann auf jeden Fall eine Frau spielen. Ja, nur als was jetzt? Ich nehme, denke ich, die Abendfrisur. Warst du gestern beim Friseur? Nein, noch nicht. Die Farbe. Alter Schwede. Gebleicht, ja. Nacht schwarz nehmen wir weiterhin. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Okay. Gesicht war F, das haben wir jetzt gerade gemacht. Ah, war das Gesicht. Oh. Nein, da möchten wir nicht den abbrechen. Extras. Was aber Make-up? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann man auch alles drauf machen. Ach du. Oh, hey. Das kann ein bisschen dauern. Aber wir machen das jetzt mal nicht ganz so. Makel, was haben wir hier? Sommersprossen, Leberflecke, das interessiert nicht wirklich. Ach ne, Male, Makel ist hier. Oh, well. Kann man richtig verunstalten, die Gute. Alter Schwede. Jawohl. Altersflecken hier. Also zurück. Schaden. Wenn das nicht als Narben bezeichnen können. Ja, aber als Schaden. Ein gebrochenes Nasenbein. Alter Schwede, okay. Ja. Geschlecht haben wir jetzt schon. Körper. Körper ist B. Was haben wir denn hier? Oh. Ich würde eher sagen, wir gehen dann mal so hier hin, ne? Kann man sich dann bewegen lassen? Jawohl. Groß. Nicht zu dick. Nicht zu dünn. Jetzt auf mehr auf Muskeln gehen, dann. Ist das dünn? Ja, gehen wir hier hin. Da oben ins Dreieck. Annehmen. So, bleiben wir jetzt bei dem Gesicht. Wir bleiben bei dem Gesicht. Ja. Alles klar. Erledigt. Charakter bestätigen? Ja. Okay, also spielen wir jetzt echt eine Frau. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Fallout 4. Date reden, alles klar. Nein, wir reden erstmal nicht. Ach, guck an. Ah, guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gemüllt. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Wunderbar. Wunderbar. Wir trinken erstmal Kaffee, ja? Oh, schade, das hätte jetzt. Grognack, gesehen. Der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Da muss ich auch lachen, so ein bisschen. Immer nur das gleiche Zeug. Hey, Schatz. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Ja, das klingt nach. Wer hat die denn hier liegen gelassen? Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Codsworth haben. Der Höchstwert liegt bei 13 Grad. Ja, wir sollen mal gucken, was mit dem Junior ist. Moment, so das. Viele lange Nächte, aber das war es wert. US-Flagge, aha, aha. Okay, hier haben wir Waschmaschine, Trockner und so ein Kram. Genießen Sie Ihren Kaffee, Ma'am. Ach, Quatsch. Er ist ein bisschen mit Spielen, ne? Ja, das war ja. Das sind ja diese Zeit sehr lange. Hausarbeit und noch mehr Hausarbeit, mein Ei und alles. Okay. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Das ist eine gute Frage. Was haben wir hier? Ja, das ist wohl unser Schlafzimmer. Raus damit.
Er ist hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Auf, Tür zu, ja, voll. Ich bin so stolz auf ihn. Ja. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Schauen wir gleich mal. Vielleicht erstmal was essen. Essen wir erstmal hier. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, die Milch wurde geliefert. Vielleicht geht er wieder, wenn wir ihn ignorieren. Was ist denn die Haustür? Da ist die Haustür. Seitentür wollte ich schon nehmen, okay. Hi. Guten Morgen, oh, wow. Ich komme von Vortec. Ach so, ja, Moment. Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so, Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Atomschutzbunker? Jetzt. Vielleicht. Doch. Das wollen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Na gut, dann machen wir das. Klar. Legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Okay. Erzählen Sie es mir nicht. Vortec muss wissen, welche Art von Bürger du bist und für deine Zufriedenheit zu sorgen. Ich brauche erstmal einen Namen. Ach, das ist sie wieder. Alles klar, ne? Die gute Dame, Elena. So, Stärke. Wie kann ich das jetzt bewegen? Wahrscheinlich mit links und rechts, ja. Verfügbare Punkte. Blablabla. Ja. Zurücksetzen. Annehmen. Aha. Jetzt. Alles klar. Mit Enter bestätigen. Ja, das muss man mir auch sagen. So, Wahrnehmung. Sehr wichtig. Bisschen, ich habe ja gar nicht so viele Punkte über. Ah. Entschuldigung. Charisma, es ist eine Frau, Mensch. Intelligenz. Boah, Beweglichkeit. Glück. Na gut, Glück ist nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Ich denke dann nochmal Intelligenz und Wahrnehmung. Machen wir jetzt einfach mal so. Und, Annen. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, ja. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Müssen wir mal hin. Komm schon. Sean ist gesickt. Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung, die sie so gut beherrscht. Geno, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Wie ist er denn jetzt durch mich durchgekommen? Okay. Mütterliche Zuwendung. Dann machen wir doch mal. Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Das hatten wir schon. Das ist mein Junge. Benimmt sich immer wie sein Vater.
Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Vorbereitung für Halloween klingt gut, sarkastisch. Und was dann? Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Ich will es gar nicht genau wissen. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Wort. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Die Bomben kommen. Männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Gott, wir werden sterben! Okay, danke. Mike. Viel Glück, Sir. Möge Gott uns helfen. Folgen Sie mir! Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Gehen Sie bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. In die Mitte der Plattform. Gemacht. Fast geschafft. Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Jetzt immer runter. Festhalten! Geht das nicht schneller? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Das nenne ich mal einen Anfang. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Er kommt doch von Wir oben. Bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Ja, ich muss auf meinen Mann und meinen Sohn warten. Also los, hoch dann bitte. Vault-Tag ist für Sie da. Ja, alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet. Männlich. Weiblich. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich einen Anzug. Weiblich. Etwas hoch. Aber okay, männlich mit Kind. Genau. Nehmen Sie sich dort bitte einen Anzug. Gehen Sie dort durch die Tür. Treten Sie an den Tisch heran. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Ja, alles klar. Nehmen Sie einen Vault-Anzug. Nehmen Sie sich einen Anzug. Bitte verschwindet. Dieb. Okay. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Okay. Siehst du? Es ist den Gang dort hinunter. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Gehen Sie jetzt vor. Unser Zuhause.
Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Was, wenn sie es nicht das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Okay. Möchten wir das? Aber gut, wir müssen es. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Ja, noch. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Hätte ich nach oben gucken sollen. Kälteschlaf beendet. Ja, schon wieder die Maus nach vorne. Faszinierend. Ich kann immer die Maus nachrücken. Ich will hier raus. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Mann, Pistole. Zeitreise für Anfänger. Alles klar. Und bevor wir jetzt wahrscheinlich diese Kryokapsel öffnen, sage ich, für die erste Folge war das doch schon mal sehr interessant. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann gleich weiter wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao.